Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sims. Heute dabei Luina und ich. Ist es nicht fantastisch? Ja, das ist es, denn wir haben heute etwas vor. Und zwar haben wir letztes Mal einen Kuhpflanzensamen gefunden. Das ist der Hammer. Den wollen wir pflanzen. Dafür haben wir schon ein wenig den Garten vorbereitet, wie ihr da hinten sehen könnt. Und ja, das ist so ein Ziel heute. Des Weiteren wollen wir uns um den Kleinen Finn kümmern, dass der in die Schule kommt und da dementsprechend vorbereitet ist. Und so allgemein wieder ein bisschen Kohle ran schaffen, ganz wichtig. Nicht wahr? Genau. Kann der Bürsti da mal was pflanzen? Was will er? Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen zu versuchen. Was haben wir denn hier? Shrooms? Magic Mushrooms? Ernten! So, wir haben ja mit Future, der gerade... Oh, was hast du denn hier? Das haben wir mit dem guten Future gefunden. Eine Kuhpflanzenbeere. Und damit haben wir vor, natürlich diese auch zu pflanzen. Aber zuallererst essen wir erstmal ein Stück Kuchen zum Frühstück. Das ist ja schon wieder ein romantischen Flavor. Schütz. Okay, wir können die nur in so ein großes Ding packen. Na gut. Aber links sollen auch Nutzpflanzen rein, so. Beeren ja, wir machen das anders, pass auf. Salat. Weil ich möchte eigentlich ungern so extremst in der Nähe von diesem Ding sein. Deswegen. Wenn es nur wittern, dann passiert uns auch nichts. Mach mal so. Die Symmetrie sind jetzt gestört. Danke. Ein Hoch. Hier, ne? Bitte. Ja. Ja. Das war wichtig, sonst hätte ich jetzt nicht weiterspielen können. Ist das denn auch hier der Abstand? 3 und nach links 1, 2, 3, ja. Passt. Ja? Okay. Los rein. Gut, dann können wir weitermachen. Nutzpflanzen, irgendwas? So Erdbeeren oder Tomaten? Nee, noch nicht, aber wir können im Internet welche kaufen. Ab geht's. Im Internet natürlich. Alles geht übers Internet. Alles wird aus Hack gemacht. Future isst gerade in Hapsen, dann... pflanzt da diese Monsterpflanze da, weil hier können wir Bestellungen, Bücher kaufen, Samen kaufen. Blumen für Einsteiger, Früchte für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger, Kräuter für Einsteiger. Alles 3 von den unteren. So viel direkt? Das sind mindestens 3 oder 4 Sachen pro Paket. Ja, weißt du Bescheid. Haben wir viel vor. Ich will einen richtig geilen Garten anlegen, Junge. So richtig schön mit... quasi, dass wir irgendwann autark leben können und uns selbst versorgen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man die Sachen wieder What? So platzieren kann. Also, was soll ich meinen? Nee. Nein. Wir haben es im Inventar jetzt auf jeden Fall. Pflanzen. Pflanzen Sie diese Bume. Ja, hier. Samenpaket öffnen. Gemüse. Machen wir erstmal das eine auf, bevor wir das nächste aufmachen. Mhm. Können wir die bummigen Schmuddelpflanzen da rausreißen wieder? Die Bäume? Mhm. Was machen wir denn da hinten? Du hast die Gartenfähigkeit erworben. Ach, guck mal, du pflanzt die jetzt automatisch ein. Warum sind wir denn da hinten, Bürsti und ich? Keine Ahnung. Ach so. Vielleicht habt ihr geheime Sachen vor? Bürsti ist wütend. Streiten wir uns etwa gerade? Versuchen zu beruhigen, genau. Nicht, dass ich mich gleich mit dem aus Versehen schlage oder so. Das wäre ja... So, was ist da drin? Möhre, Champignon und Spinat. Möhren. Oh. Shit. Zack. Ball. Zack. Geht da noch einer rein? Nee. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Bewegt sich in der Kamera von alleine jetzt? Irgendwie schon. Lass mal los. Immer noch? Ja. Escape, probier mal, Menü. Was ist denn hier los? Meine Tastatur, es geht vielleicht langsam kaputt oder so. Muss ich mal gucken. Aber ich kann nicht in die andere Richtung gehen. Schätz, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. Okay, das ist... Ah, jetzt ist gut. Jetzt ist wieder gut. Ich bin ein bisschen erschrocken jetzt. Ja,
So, Future, Sims Forever spielen. Wir können noch ein Paket aufmachen und die anderen drei noch da reinballern, oder? Ja, erstmal musst du jetzt die Sachen pflanzen. Achso, was denn? Erstmal Früchte, oder? Ja, ja. Ja, warte, dann öffnen wir erst das, dann platzieren wir die. Was ist das? Das werden doch Bäume dann, oder nicht? Ja. Das auch. Deswegen pflanzen sie. Oh, es gab wieder Geld. Das habe ich nicht hingeguckt, Schatz. Aber wir brauchen langsam mal wieder einen neuen Kassenschlager. Sorry. Was sind wir? Ah, guck mal, Percy geht's wiederum besser. Er hat aber Hunger, Alter. Guck mal, kann das sein, dass ich dick geworden bin? Ja, ist alt geworden. Alter, aber ich bin... What? Aber ich bin einfach nur dick? Alter, guck mal, was ich für einen Arsch habe. Okay, das ist wirklich mehr als vorher. Okay, da gibt's nur... Das ist ja wirklich nicht mehr das Original. Okay, da gibt's nur eine Option. Die da wäre? Wo ist es? Das Laufband? Ja, haben wir es verkauft, ne? Ja, meinst du, das bringt was? Ich weiß es nicht, aber ich verstehe nicht, warum ich so dick bin. Schätz. Nein, ich bin es in Wirklichkeit nicht. Nee, das kann ich bestätigen. Nur, was soll das? Die hat den richtig, die besteht ja nur aus Arsch. Aber echt, ey. Das, und du wolltest mir nicht glauben, dass du mich damals zu dick erstellt hast. Nee, da hat's gepasst, aber nein, das war auch zu viel. Du hast mir ein Becken gemacht, so viel Becken besitze ich gar nicht. Ah, doch. Nein, natürlich nicht. Nee. Ne? So, nimm mal ab oder so. Und du stehst so richtig weit vor der Tür und machst nichts. Da ist Finny. Finny! Percy spielt mit dem Handy, der kann auch mal was essen. Ein leckeres Rührei. Schwarz-weiß Gebäck. Aha. Ah, das ist, wenn ich das im Inventar habe, wird es dann... Man muss die Sachen also im Inventar haben. Ich verstehe. Und deswegen kostet es dann weniger. Da Pilze rein. Keine Ahnung, was ist der Bürsti ja, von daher. So, jetzt bist du glücklich. Einen Witz erzählen. Erzähl doch, Ost, einen Witz. Alter, ihr seid ja gar nicht miteinander befreundet. Warum eigentlich? Aber der ist doch oft... Eigentlich habt ihr doch ganz oft miteinander gesprochen. Klopf, klopf, Witz. Wir könnten uns eigentlich mal wieder diese Lebenszeit verbessern und schon, weil seitdem ist ja einige Zeit passiert. Vielleicht haben wir mittlerweile genug Punkte für irgendwas Cooles. Das stimmt auch, da kann man mehr machen. Oh, das ist echt fett geworden. Ja, heftig, oder? Mhm. Das kann man so nicht stehen lassen. Ja, das bist du schuld. Was kann ich denn dafür, wenn du beim Erwachsenen noch einmal zulegst? Ich war vorher auch schon viel zu dick. Oh, Jabberhorn! Obwohl die Beine ja relativ dünn sind von hinten, aber dann von der Seite, das ist irgendwie komisch. Ja, das ist... Von vorne auch. Guck mal, von vorne sind die riesig und von hinten kannst du auch. Boah, können Sims abnehmen? Die kannst du doch im Editor quasi. Nee, kann ich nicht. Klar. Nein. Nicht in-game. Outgame auch nicht, weil das der Grundhaushalt, als sie als Junge waren. Kann man nicht ändern? Nein. Das ist scheiße. Ja, du hast es da einfach verkackt gehabt. Das ist Fakt. Kann man halt nichts machen. Das ist halt fett. Ja. Ist auch mal was Schönes. Naja. Aber... Ja, was ich mich frage, ist aber, man muss die doch dünner kriegen wieder. Das, warum, das ging bei Sims 2, das ging bei Sims 3, aber es gibt ja hier keine Symbolik dafür, was körperliche Fitness angeht. Wow, das geht aber schnell. 19 Tagen alt.
Nein. Optionen wahrscheinlich, oder, Junge? Ja. Runter, da. Da. Gameplay. Da, wo ist es denn? Da unten, das Sims Lebensdauer, da. Unten. Lang. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ui. Alter. Das ist echt lang. Aber das heißt auch, weiß das dann auch, dass Finn... Shit. Ja, das ist jetzt kein Das konnte man auch, aber nee, ich glaube, wir können das auch cheaten, indem wir vorher die Kerzen auspusten lassen. Ja? Ja. Na dann, weil so lange muss das auch nicht Finn sein. Oder? Ja, nee. Alter. Aber trotzdem bin ich ein bisschen Buttmad, weil ich einfach nur dick bin. Bisschen Buttfett. Buttfett, ja. Allerdings, ey, das ist ein Koloss. Nur weil ich jetzt alt bin. Alter. Weißt du, eine Taille? Wieso? Ich weiß gar nicht, dass der Oberkörper so dünn ist, ne? Alter. Ich bin entsetzt. Wenn ihr ohne Flachs jetzt hier. So ist das Leben. Na? Da machst du nichts. Da guckst du nur. Nur ein Nachbarn grüßen. Wer ist denn neu? Ja, für den Finn ist er neu. Aha, ich verstehe. Da geht Future jetzt. Ich gehe und erst mal suchen und leg sie mit der Hand. Achso, da geht duschen. Ja, wie lange, was kann man denn hier mit diesem Gerät jetzt anschauen? Bewässern. Na Gott. Was ist kaputt? Bussi. Nee, das ist irgendeine neue, die ich gerne hätte. Oh, Lux. Sauber. Selbstreinigung. Haben wir die Sachen denn dafür? Stimmt, wir haben doch die ganze Zeit. Ah, oh, Bursi muss zur Arbeit. Wieso muss Bursi denn zur Arbeit? Die hätten doch alle 7 Millionen Stunden frei. Ach ja, Finny, wir müssen den Kollegen ja fit machen. Ja, schaffen wir aber nicht mehr 2 Fähigkeiten, noch 4 in der Zeit, oder? Was haben wir denn hier? Grundschulhausaufgaben? Oh. Hä, wieso denn jetzt schon? Der war noch nicht einen Tag in der Schule. Ja, die hat er einfach mitbekommen, als er geschlüpft ist. Was ist rechts daneben? Das ist die Geige. Du kannst mal an Urs fragen, ob der dir nicht helfen kann. Hm. Nee, geht nicht. Oh, nee. So. Oh, nein. Ja, Leute, wenn ihr wisst, ob das möglich ist, dass, man die im Nachhinein ein bisschen schlanker kriegt. Ja, dann sagt uns das mal bitte, weil es geht gar nicht. Woll? Oder die sitzt dann am besten nur. Die hat einen richtigen Fettarsch. Ich glaube, es liegt an der Taille, weil an sich, ne, wenn du das jetzt mal so... Ja, gut, der ist schon... Okay, also anders ausgerichtet. Spielen wir so, dann geht's. Mein persönlicher Geschmack ist es halt nicht. Es ne, kann durchaus schön und ästhetisch sein, dass man jetzt nicht sagt, okay, dick ist ekelhaft. Aber, ja, aber das ist nicht toll. Nein, da es ja mich verkörpern soll, ist das eindeutig zu viel. Das ist auch Fakt. So. Guck mal, wie man hinten schon die Kuhohren sieht. Ja. Geht eigentlich so eine Leiste bei den Hausaufgaben jetzt von ihm rum? Wo ist er denn? Da. Weil es ist unten links der Kreis. Bist du schon fertig, Finny? Oder hast du keinen Bock mehr? Ja, dann packt ihm... Ah, ich wollte schon sagen. Nee, du bist nicht fertig. Was machst du denn jetzt? Ja, dann. Und dabei Hausaufgaben machen. Sehr gut. Das kann er. Und das schlendert wieder rein. Hat der gerade unser Müll rausgemacht? Ja, ne? Kann sein. Ja, erzähl du mal und geht weiter. So, das Kind beim Hausaufgaben stören. Kommt immer so, gut. Machst du jetzt mal weiter, Finny? Ja, die Leiste geht trotzdem noch weiter, der Kreis da links. Ja, stimmt. Ich scheine wohl durch das Buch zu lesen, das ist ein Wunderkind. Mhm. So, ich muss los, danke, dass ihr Zeit genommen hast. Ja, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, was ist das der Hammer? Hausaufgaben 75% erledigt. Zur Schule gehen, wenn Energie geladen. Aha, okay. Ja, Hausaufgaben sind fertig. Sehr gut. Okay, wie kriege ich den kleinen Mann denn Energie geladen? Dusche.
Future geht das doch. Das stimmt. Ja, aber gut, er muss ja jetzt noch nicht so öffnen. Dann erstmal ein Stück Kuchen. Wenn dieser Kuchen schon hält. Ja, ja, klar. Ja. Was ist da passiert? Für eine Schweinerei. Ja, der linke Haufen wird gar nicht gegossen. Doch. Brauchen noch kein Wasser. Nee, links der Baum, der da gepflanzt wurde, ist der da. Ist. Okay. Nur die, manche Sachen wachsen einfach schneller und manche nicht. Ach, lol. Hätten wir uns auch einfach haben können, ne? Naja, ist ja... Hätten wir uns auch einfach haben können. Was ist denn jetzt los? Spectator-Modus? Nee. Aha, wie geil ist das denn? Hm? Du hast rausgefunden, wie man das Interface ausmacht? Ja, das ist dieselbe Taste. Hier. Ja, moin. Da kommst du noch mal viel näher dran. Okay. Was hat denn jetzt? Jetzt bringt er seinen ersten Anschiss. Und geht einfach. Der macht Platz und jetzt rutscht erstmal ran. Schön. Siehst du, das, siehst du da, wie riesig meine Augen sind? Wie die rausstehen. Ich finde die aber schön. Oder nicht, Junge? Ja. Oh. Das finde ich auch cool, wenn man so in eine First Person gehen könnte von unserem Sim, weißt du, wenn man dann ja, so die Arme das sieht und cool. So einfach nur folgen, wie damals. Alter. Wie damals bei Theme Park World, wo das auch ging. Du baust dann deinen Achterbahnpark und dann gehst du da so durch als Besucher. Ja, so. Ja, genau. Das ist halt so aus, als hätten sich beide beschwert, dass wir sie angucken. Jetzt erzähl nur mal, dass der Arsch nicht dick wäre. Ja, da kann man echt... Was machst du? Ich gehe hinter dicken Leuten her und spiele die Tuba. Wie cool ist das denn? Diese Ansicht mag ich echt, die finde ich total cool. Mhm. Muss langsam die Kamera bringen. Oh, im Arsch. Der Freund hat sich und grinst schelmisch. Das ist auch schon ruckelig, ne? So. Ja, du, weil das so schnell geht. Ja, oh, wie gut. Alles dreckig. Da hat sie aber jetzt ein Spielzeug gefunden, ne? Total geil. Ich bin echt ergötzt. Guck mal, wie schön das dann auch mit der Nachbarschaft aussieht. Das ist irgendwie ein ganz anderes. Drehwurm, ne? Ja, ja. So, was machst du? Was trinkst du denn da? Milch? Milch. So. Ja, nimm mal lieber ein bisschen ab oder so. Warte mal, jetzt, Junge. Das muss gehen. Ah, ich verstehe. Schlank und krank schlank oder sowas. Konzentration, Inspiration, Selbstsicherheit, Schlafersatz, Blitzputzer, Stimmungslöser, Insta-Groß, Insta-Schlank, da ist er doch. Den brauche ich. Was kostet der Spaß? Wie viel haben wir davon? Weiß ich nicht, da, 1500 habe ich. Das ist die einzige Möglichkeit, so geht's. Das wollen wir aber noch kurz schnell sehen, oder? Na klar. So, los, gönn dir. So, das machen wir natürlich auch mit meiner neu entdeckten Erfindung. Die da wäre? Achso. Putzwahn? Im Inventar vielleicht? Okay. Ja. Trinken. Gönn dir. Dies meine ich. Hey! Ah, sie läuft weg. Muss sie da... What the fuck? Oh, sie ist nicht so begeistert. Oh, ich bin lieber dick. Egal. Jetzt bin ich gespannt, ob sich überhaupt was ändert. Okay. Also sie putzt ihn. Ich dachte, sie hätte ins Becken gekotzt. Oh. Hi. Zack. Insta-schlank. Also war die in der Tat ein bisschen pummelig. Ja, klar war sie das. Dann drehen wir ein bisschen. Schauen wir uns nochmal an, die neue Luina. Siehst du, der Poppes ist normal. Ja, doch. So. So ist die wahre Luina. Schlank und rank und wunderschön. Nein, okay, das letzte war jetzt ein bisschen überheblich. Aber jetzt ist schon ein bisschen aber, mager, ne? Ich wollte gerade sagen, die Beine sind jetzt echt ein bisschen sehr dünn.
Ja, aber okay. Gut. Aber besser als so ein... Mopis. Nee, aber so, damit kann ich mich eher identifizieren als mit dem anderen. Sehr schön, dann haben wir dich doch glücklich gemacht. Genau. Wir hoffen, wir haben euch auch glücklich gemacht. Und damit... Bis zum... nächsten Mal. Ciao.